Ich halte das Gesundheitssystem, wie wir es im Moment aufgestellt haben, nicht für zukunftsfähig. Wir haben mit veränderten Risiken zu tun. Die Menschen werden älter und damit auch behandlungsbedürftiger. Wir haben gleichzeitig eine Menge Fortschritt in der Medizin, dass auch mehr Behandlung möglich ist und differenzierter möglich ist. Gleichzeitig haben wir auch große Interessen damit verbunden, die in diesem System viel Geld verdienen wollen. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen über die Einnahmeseite. Und da ist es mir besonders wichtig, dass wir das Prinzip der Solidarität nicht aufgeben und Risiken, die im Gesundheitssystem entstehen, nicht privatisieren, sondern die Gemeinschaft muss aufkommen für die Schwachen und Behandlungsbedürftigen. Und ich denke, auf der Aufgabenseite müssen wir zu einer besseren Kultur des gemeinsamen Arbeits gehen und nicht uns gegenseitig Fallen stellen und versuchen, möglichst viel vom Kuchen abzugraben.